dieses Evangelium, das uns Bruder Rufino jetzt vorgelesen hat, war wieder einmal, wer genau zugehört hat, eine ziemliche Herausforderung. Ein ziemlicher Brocken, den Jesus uns dazu mutet, wenn man wirklich genau hinhört. Und ich möchte heute mit euch versuchen, dass wir dieses Evangelium vom letzten Satz her verstehen. Vom letzten Satz, den Jesus da heute zitiert, nachdem er alle diese Gebote aufgestellt hat, nachdem er sagt, wenn dich einer auf die Rechte schlägt, sollst du ihm auch die linke hinhalten. Wenn einer dich zwingt, ein Stück mit ihm zu gehen, dann geh weiter mit ihm. Wenn dir einer ein Hemd nimmt, dann gib ihm auch das zweite. Alles sehr radikal. Und wir wollen es heute vom letzten Satz her verstehen. Und der hat geheißen, ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Ihr sollt vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Jesus hat diesen Satz herausgenommen aus einem Text aus dem Alten Testament, den wir auch gehört haben in der ersten Lesung. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Dort hat es geheißen, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Es ist da am Anfang gestanden, bei der Lesung ganz am Anfang, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und im Evangelium dann der letzte Satz, seid heilig, wie es euer himmlischer Vater ist. Und es gibt da eine Entwicklung. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, was es mit diesem Satz auf sich hat. Es geht ja da um Identität. Wir sollen so sein, wie es Gott ist. Gott nachahmen. Auch schon wieder so eine riesige Herausforderung. Gott, der vollkommen ist, und wir sollen auch vollkommen sein. Wir sollen irgendwie diesen Gott nachahmen. Imitatio Christi, hat man früher gesagt. Und da sieht man heute in diesen beiden Texten, dass uns Gott da auch einen Weg führt. Es ist nämlich so, dass man sagt, dieser erste Text, dieses erste Mal in der Lesung, ist aus dem Buch Levitikus und das waren Vorschriften für die jüdischen Priester damals. Da ist es gegangen um dieses Priestertum. Und hier geht es dann das erste Mal darum, das ist die Einleitung in diesen Text, in diesen zentralen Text des Buches Levitikus, der damals eine zentrale Rolle gespielt hat, den Jesus auch gekannt hat, deshalb zitiert er ihn, und der bei den Juden bis heute eine große Rolle spielt. Da geht es darum, dass diese Priester nicht nur im Kult heilig sein sollen, nicht nur die Gebote einhalten sollen, die es da gilt zu beachten, die Zeiten, die Gottesdienste am richtigen Tag, zur richtigen Zeit zu feiern, die richtigen Utensilien dazu zu verwenden, die richtigen Gewänder richtig anzulegen und das alles, sondern ihr sollt heilig sein, wie Gott heilig ist, auch in dem Sinn, dass ihr das im Alltag auch umsetzt, dass die Priester nicht nur im Kult die äußerlichen Gesetze einhalten, sondern dass sie auch dann in ihrer Familie, gut mit ihrer Familie umgehen, dass sie mit den Nachbarn gut umgehen, dass sie im Alltag ein Leben führen, das dieses Gottes würdig ist, das zusammenpasst mit dem, was sie am Altar im Tempel getan haben. Und so gesehen war das ein Quantensprung, steht in einem Kommentar drinnen, in einem biblischen Kommentar, weil es da nicht mehr darum gegangen ist, nur den Kult richtig zu machen, sondern auch das Leben richtig zu machen. Gott nachzuahmen, nicht nur im Kult, beim Beten, beim Feiern, sondern Gott nachzuahmen, auch im Leben. Das ist der erste Quantensprung, schon im Alten Testament, die erste Erziehungsstufe, die Gott da führt. Und im Evangelium geht es dann weiter. Jesus geht da noch einmal eine Stufe weiter. Er sagt, zu den Alten ist gesagt worden, Auge für Auge, Zahn für Zahn. Das ist auf der Stufe dieses Buches Levitikus, wo wir es in der Lesung gehört haben. Du sollst dich in deinem Volk gut aufführen, du sollst freundlich zu den Nachbarn sein, zu deiner Familie, du sollst deine Brüder grüßen. Das war diese Ebene. Du sollst gut sein zu deinen Religionsgenossen, zu deinen Volksgenossen. Und Jesus geht dann noch einen Schritt weiter. Er sagt, es gilt nicht mehr Auge für Auge, Zahn für Zahn, so auf gleicher Ebene. Zu denen, die zu dir gehören, sollst du gut sein,
sondern er führt das noch eine ganze Stufe hinaus. Das ist sozusagen noch einmal eine Atomexplosion der Liebe, könnte man sagen. Er sagt nämlich, nicht nur deinen Bruder sollst du grüßen, sondern auch den, der dir feindselig entgegenkommt, den sollst du grüßen. Und der, der dich hasst, den sollst du lieben. Und der, der dir etwas wegnimmt, den sollst du noch etwas dazugeben. Es geht nicht mehr um einen Deal auf gleicher Ebene, sondern es geht sehr radikal dabei, Jesus. Ein sehr radikaler Schritt. Ein Schritt, wo man sagen könnte, das überfordert uns eigentlich. In der Lesung, diese Heiligkeit im Bereich der Familie, der Freunde, das ist irgendwie noch natürlich. Da sagen wir, das ist natürlich, dass man sich so verhält. Das ist auch anständig. Das entspricht auch dem, was Mainstream ist, noch immer im Verhalten der Menschen zueinander. Aber das, was Jesus da fordert, das ist schon fast eine Überforderung. Das ist nicht mehr natürlich, entspricht nicht mehr unserem natürlichen Instinkt, sondern geht über unseren natürlichen Instinkt hinaus. Über unseren Instinkt, der sich eher abgrenzen möchte von Feinden, von Menschen, wo wir wissen, die wollen uns nicht gut oder so, da eher abzugrenzen, zuzumachen, abzublocken. Aber Jesus ist da radikal, er führt uns da hinaus. Und da ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich euch jetzt erzählen möchte. Eine Geschichte über den heiligen Franziskus, die da ganz, ganz gut dazu passt. Es handelt sich um eine Geschichte, die in Monte Casale spielt. Das ist vielleicht 50 Kilometer nördlich von Assisi, der Geburtsstadt des heiligen Franziskus. Und dort in Monte Casale gab es einen Berg, so einen Hügel eigentlich nur, den gibt es heute noch mit ein paar Steinen. Und da hatten diese ersten Franziskaner, diese ersten Brüder, einen Locus, hat man damals gesagt. Also kein Kloster, wie wir das heute kennen, wie wir das auch hier in Maria Enzersdorf haben, mit einer Mauer, die da vorne anfängt und die eigentlich rund ums Kloster herumgeht und den Garten noch einzäunt, eine relativ hohe Mauer, wo es gar nicht so leicht ist, drüber zu klettern, sondern die hatten einen Locus. Das war einfach ein Platz, ein Platzl Erde, ein paar Holzhütten und da haben sie gehaust. Das war ihre Einsiedelei. Und da sind sie, nachdem sie gepredigt haben auf ihren Predigtreisen oder auch bei den Bauern gearbeitet haben oder in Leprastationen Leprakranke, Pestkranke gepflegt haben, haben sie sich von Zeit zu Zeit an diese Lotzi zurückgezogen und haben dort gelebt. Ungeschützte Orte. Und dort in Monte Casale ist es dann eines Abends passiert, dass Räuber aufgetaucht sind. Gefährliche Gestalten, finstere Gestalten, die Brüder sind zusammengesessen beim Feuer. Es waren sowieso schon Wölfe damals und allerlei, es war nicht ganz so ungefährlich. Und dann sind da Räuber aufgetaucht. So am späten Nachmittag eigentlich, wahrscheinlich ist es im Herbst gewesen, schon früh finster geworden. Und diese Räuber sind aufgetaucht und haben von den Brüdern Essen gefordert, Geld gefordert, aggressiv aufgetreten und haben gedroht, sie umzubringen. Und war eine sehr gefährliche Situation, eine herausfordernde Situation. Die Brüder haben nicht viel gehabt, haben kein Geld gehabt, konnten ihnen nicht viel geben und waren eigentlich in Lebensgefahr. Und sie haben es aber dann geschafft, diese Räuber zu vertreiben. Diese Franziskaner damals waren vielleicht nicht so untrainiert, wie wir heute manchmal sind, ein bisschen gut angegessen oder so, sondern das waren muskulöse Gestalten, Bauernburschen und so. Und die haben dann diese Räuber in die Flucht geschlagen und haben sie davongejagt mit brutaler Gewalt und haben geschaut, dass diese Räuber wegkommen. Und wie es halt so sein will, eine halbe Stunde später taucht der heilige Franziskus auf, der gerade auf dem Weg war, der dort in der Nähe von Monte Casale war und der sich gedacht hat, heute Abend übernachte ich dort. Ich besuche die Brüder, da werde ich was zu essen bekommen und werde dort übernachten und nächsten Tag weiterziehen. Und wie Franziskus an dieses Feuer hinkommt, an diesen Locus, an diesen Ort, sind die Brüder noch ganz aus dem Häuschen, ganz aufgeregt. Und sie erzählen in voller Aufregung, welche Heldentat sie gerade vollbracht haben. Sie haben diese Räuber verjagt
Und sie haben es geschafft. Jeder hat für sich selber noch erzählen gekonnt, welche Strom er in die Hand genommen hat und wem er wo eins übergezogen hat und so. Und Franziskus ist, anstatt sich zu freuen und die Brüder zu loben, traurig geworden. Er ist traurig geworden zuerst einen kurzen Augenblick und dann ist er eigentlich fast wild geworden. Und er hat gesagt, jetzt geht ihr sofort diesen Räubern nach, nehmt etwas zu essen, so wenig habt ihr gar nicht da, geht diesen Räubern nach, schaut, dass ihr sie einholt und gebt ihnen etwas zu essen. Und dann holt sie zurück, sie sollen kommen und mit uns heute Abend Abendessen und übernachten hier. Schaut, dass ihr weiterkommt sozusagen und lauft ihnen nach. Die Brüder haben sich gegenseitig angeschaut, haben den Kopf geschüttelt, wieder einmal gedacht, jetzt spinnt er total, der Franziskus. Das haben sie sich wahrscheinlich öfter gedacht. Aber sie haben sich nicht getraut zu widersprechen und sie sind hinten nachgelaufen, haben diese Räuber eingeholt und haben wirklich zu denen, die Räuber waren natürlich auch irgendwie komisch berührt von dieser Situation, und weil sie gerade vorher vertrieben worden sind, und sind dann aber zurückgekommen und sind dann zurückgekommen, haben sich überreden lassen und waren total verdutzt und haben dann gegessen, hatten natürlich auch Hunger, diese Räuber, kann man sich vorstellen, und die haben einen Abend dort verbracht. Und Franziskus hat mit diesen Räubern geredet, mit diesen Gestalten, und es ist eine Gemeinschaft entstanden, eine eigenartige Gemeinschaft zwischen diesen ersten Franziskanern und zwischen diesen Räubern. Und es heißt, dass diese Räuber sich bekehrt haben, dass diese Räuber zu Gott gefunden haben. Und heute, wenn man heute nach Monte Casale fährt, gibt es dort ein kleines Kloster, und dort wird auch das Grab eines dieser Räuber noch gezeigt, dieser Räuber, der Franziskaner geworden ist und der dort begraben worden ist. Franziskus hat immer ganz genau auf Jesus geschaut, wenn es um die Nachfolge gegangen ist, und das war sein erstes Ziel, das Evangelium zu leben. Da hat er nicht so sehr gefragt, was halten die Leute für richtig oder was ist so christlicher Mainstream, was haben meine Eltern mir gesagt, wie man als Christ leben muss, oder was denke ich mir selber, wie es halt sein muss, wie man als Christ leben muss, sondern Franziskus hat immer das Evangelium hergenommen. In verschiedensten Lebenssituationen, wenn er nicht gewusst hat, wie soll ich jetzt handeln, wie soll ich jetzt mit einem Menschen, mit einer Situation umgehen, dann hat er das Evangelium hergenommen und geschaut, wie hat Jesus sich da verhalten? Nicht so sehr gedacht, was denke ich mir selber, wie man sich da als Christ verhalten sollte, sondern was würde Jesus da jetzt gerade tun in dieser Situation? Und auch in dieser Situation im Monte Casale, glaube ich, hat er das einfach getan. Er hat das dann schon ganz verinnerlicht gehabt, zu schauen, was würde Jesus dann tun? Und wie wir heute im Evangelium gehört haben, Jesus sagt uns genau das, die Räuber nicht verjagen, sondern die Räuber hereinlassen. Gut, soweit diese Geschichte. Es ist eine schöne Geschichte. Man kann sagen, ja, ein bisschen naiv vielleicht. Aber was hat das mit uns heute zu tun? Was sollen wir damit anfangen? Und überfordert uns dieses Evangelium nicht doch etwas? Ich glaube, es überfordert uns, aber es ist das einzig Richtige. Rudolf Daschner, und ich komme dann schon zum Ende, das ist ein Mathematiker an der TU Wien, vielleicht habt ihr schon gehört von ihm, Technische Universität Wien, ein Mathematiker, ein theoretischer Mensch, vor kurzem hat er ein Buch geschrieben, Woran glauben? Und in diesem Buch und auch in Interviews und Vorträgen in der letzten Zeit hat er gesagt, das, was ihn stört an Christentum, an der Kirche momentan bei uns in Österreich, in Europa, ist, dass wir als Christen einfach versuchen, ein bisschen lieb zu sein. Dass man ein bisschen lieb miteinander umgeht, in den Pfarren nett ist zueinander, lieb ist zueinander. Dass man es gemütlich hat, wie man heute in Österreich sagt, dass irgendwie passt, dass es ein Pfarrcafé gibt,
dass es vielleicht auch solche Lobpreismessen wie bei uns heute Abend gibt, wo es irgendwie ein bisschen lieb zugeht, dass man nett ist, aber eigentlich harmlos. Und das stört ihn. Ihn ist die Kirche zu harmlos geworden in unseren Breiten. Und jetzt könnte man sagen, ja, es geht da um Identität, um christliche Identität. Sind wir nicht auch zu harmlos geworden, ein bisschen lieb? Und dann könnte man fragen, wo aber liegt die christliche Identität, wenn sie nicht darin liegt, nur ein bisschen lieb miteinander zu sein, ein bisschen gemütli zu sein und so? Wo liegt dann wirklich die christliche Identität? Dieses heutige Evangelium zeigt es uns, glaube ich, ganz klar, dass die christliche Identität nicht darin liegt, nicht nur ein bisschen lieb zu sein, nicht nur ein bisschen nett miteinander zu sein, sondern dass es da ums Ganze geht. In voller Radikalität, dass es um die Identität des Kreuzes geht. Diese Identität, so zu sein, wie Gott es uns vorgemacht hat. Zumindest versuchen und das immer wieder als Ziel zu haben und fest auch darum zu kämpfen, so zu leben, wie es uns Gott vorgelebt hat. Und Gott lebt es uns vor am Kreuz. Er geht mit denen, die ihn zwingen, ein Stück mit ihnen zu gehen, noch viel weiter. Er geht den Kreuzweg. Er geht auf Golgotha hinauf. Er vergibt seinen Peinigern. Er hat Geduld mit uns, obwohl wir diese Geduld oft wahrscheinlich nicht mehr verdienen. Er gibt uns alles. Er geht aus seiner himmlischen Herrlichkeit heraus, aus seinem Himmel, aus seiner Größe, aus seiner Glorie und wird ein Kind und lässt sich ans Kreuz hängen, öffnet die Arme, hängt an einem alten Stück Holz, wo Gott total verborgen ist, wo man nichts mehr von Gott wahrnehmen kann. In dieser Identität des Kreuzes macht er uns vor, was es bedeutet, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, oder vollkommen zu sein, wie Gott vollkommen ist. Gott geht aus sich heraus. Er bleibt nicht in sich, sondern er geht aus sich heraus. Er ist nicht egozentrisch, sondern Gott ist exzentrisch für uns. Egozentrisch würde bedeuten, ich stehe in der Mitte und ich mache eine Mauer um mich herum und diese Mauer ist dann meine Identität. Da bin ich drinnen. Und was hier hereingehört, gehört zu mir, das ist meine Identität. Und was da draußen ist, das ist das andere. Aber Gott ist nicht mehr egozentrisch, er bleibt nicht in sich, sondern er geht aus sich hinaus. Er geht aus sich hinaus, dort, wo es eigentlich dem Instinkt widerspricht, wo es nicht mehr natürlich ist, unter Anführungszeichen, wo es uns auch überfordert, ihn nachzumachen und wo er trotzdem auch von uns diese Latte für uns so hoch stellt, wo er sagt, du musst auch aus dir herausgehen. Es genügt nicht, dass du deine Identität so gründest, dass du Mauern baust, sondern deine Identität als Christ ist die Identität des Kreuzes, so wie Gott aus sich hinauszugehen. Und das hat die Welt, glaube ich, unglaublich notwendig. Ich glaube, das haben wir unglaublich notwendig und auch die Welt. Wir kennen die Philosophen sagen und manchmal, und es ist wirklich so, wir kennen das auch aus der eigenen Erfahrung, diese Inselmentalitäten, die heute entstehen. Wenn du auf Facebook bist zum Beispiel, dann geht es mir zumindest so, wenn ich Facebook aufmache, dann kommen dauernd Bilder und Texte von irgendwelchen Ordensgemeinschaften oder Christen oder christlichen Gruppen, weil Facebook schon gecheckt hat, dass ich auf das anspringe, sozusagen, dass ich in diesem Milieu mich bewege, dass ich da viele Freunde habe, in diesem Milieu angeklickt habe. Und so bekommt man da eigentlich die Vorschläge und die Freundschaftsanfragen und auch die Bilder. Und man bewegt sich in diesem Milieu und es bildet sich eine Insel. Und da sprechen die Soziologen davon, dass es heute viele solcher Inseln gibt, dass es dann auch andere Milieus gibt und dass es immer schwieriger wird, dass man über diese Inseln hinüberspringt, dass man mit den anderen kommuniziert, weil da das Wer drinnen ist, das Unverstehen, das, was man nicht kennt. Es gibt so viele Gruppen, so viele verschiedene unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft und da sagt uns dieses Evangelium heute,
aufeinander zuzugehen, nicht mehr auf der eigenen Insel zu bleiben, sondern es Gott nachzumachen, auf die andere Insel zu gehen, andere Menschen zu besuchen, das eigene Milieu zu verlassen, aus sich selber hinauszugehen. So bitten wir Gott am Ende, dass er uns wirklich zu solchen Christen macht, zu solchen Christen, die ihre Identität nicht in der Abgrenzung suchen, nicht nur in Äußerlichkeiten, sondern in Christen, die hinausgehen, wie Gott hinausgeht, die versuchen, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, und vollkommen zu sein, wie Gott vollkommen ist. Dass wir nicht nur Gutmenschen sind, sondern noch besser als Gutmenschen. Amen.